Hallo liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich über die Schulzeit meines Vaters berichten von 1922 bis 1930. Das war also in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Mein Vater ist in einem kleinen Dorf im Ammerland nahe Oldenburg aufgewachsen und hat da 8 Jahre lang wie damals üblich, die Volksschule besucht. Das war eine 4-klassige Dorfschule, wo immer 2 Jahrgänge zusammen in einer Klasse waren. Also der Lehrer, der hat dann einen Jahrgang, hat er dann Aufgaben gegeben, zum Beispiel Gedicht auswendig lernen oder etwas aus dem Lesebuch abschreiben, und mit der anderen Klasse hat der Lehrer dann Unterricht gemacht und dann wechselweise und so weiter. Ne? Ja, der Vater von meinem Vater, was mein Opa war, der war Landwirt als Selbstversorger. Also sein Hof, der war zu klein, um was zu verkaufen. Er hat das alles für einen Eigenbedarf angebaut und hatte nur Kleinvieh und so weiter. Ne? Und er hat gewohnt auf einer gepachteten Landstelle. Ne? Ja, und Elektrizität, die gab es ja nicht. Ne? Und Kanalisation gab es auch nicht. Mein Vater, der hat noch im Schein einer Petroleumlampe seine Schulaufgaben machen müssen, ne? Weil es keine elektrische Beleuchtung gab. Ne? Ja, und dann war das so, dass mein Vater im Sommer ist er barfuß gelaufen als Junge. Und wenn es kälter war, dann hat er Holzschuhe angehabt, Holzschuhe, ne? Also aus Buchenholz wurden die Schuhe geschnitzt, ne? Und dann hat man Holzschuhe getragen. Ne? Naja, und mein Opa, der hat neben der Landwirtschaft nebenher als Torfarbeiter im Moor gearbeitet, weil da war Moorgebiet und da haben viele nebenbei Torfabbau im Moor gemacht, ne? Es wurde ja auch mit Torf geheizt und gekocht mit Torf. Ne? Naja, und mein Vater war ein guter Schüler. Damals wurde ja nur in Lesen und Schreiben unterrichtet und Rechnen. Ne? Und dann gab es natürlich Erdkunde, ne? Und Geschichte und so weiter. Ne? Und es gab noch die Prügelstrafe. Nicht nur die Eltern durften ihre Kinder schlagen, sondern auch der Lehrer durfte die Kinder verprügeln. Man sagte züchtigen, züchtigen. Ne? Das wurde so gemacht, dass der unartige Schüler seine Arme vorstrecken musste, die Hände waagerecht halten musste und dann hat der Lehrer mit einem Rohrstock auf die Fingerspitzen geschlagen zur Strafe. Ne? Naja, das war durchaus verbreitet. Ne? Ja, und mein Vater, der ist dann 1930 fertig geworden und da war er gerade 14 Jahre alt, ne? Als er die Volksschule beendet hat. Ne? Damals war das so, dass die Schule immer Ostern anfing. Ostern, ne? Ne? Naja. Und mein Vater, der hatte auch ein Poesiealbum, genau so wie seine Schwestern. Ne? Ne? Und mein Vater, der hatte noch eine Zwillingsschwester, ne? Zwillingsschwester, das war die Alma, ne? Und die hat mit ihm ja auch die Schule besucht, ne? Nur die Alma, die ist dann in der Kindheit leider verstorben, ne? Also
die hatte eine Blutvergiftung gekriegt, eine Blutvergiftung und weil sich irgendwie eine Wunde entzündet hatte, glaube ich, oder was. Jedenfalls ist sie etwa im Alter von 10 oder von 12 Jahren verstorben, ne? Und mein Vater, der ist dann, als er die Schule verlassen hat mit 14, der musste dann auch bald darauf sein Elternhaus verlassen, ne? Ne? Und ist dann als Knecht zum Bauern gegangen, als Knecht zum Bauern, ne? Und seine Schwestern, die sind alle in Stellung gegangen, in Stellung, ne? In Haushalten, in anderen Haushalten in Stellung gegangen, ne? Der Einzige, der eine Lehre machen durfte, das war sein Bruder Arnold. Der Arnold durfte eine Lehre machen, ne? Der hat dann bei der Entenfarm im Dorf hat er eine kaufmännische Lehre gemacht, ne? Ja, und als Hobbyautor schreibe ich sehr viel über mein Leben und meine Gedanken, die ich über mein Leben habe und sonstige Sachen, die mich interessieren und tangieren, ne? Und wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.ahnenkruse.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.